Dieser Wille Allah subhanahu wa ta'ala, umfasst er wirklich alles? Denn ist alles unter seinem Willen? Geschieht alles nur gemäß seinem Willen? Du wirst als Muslim sagen, natürlich. Jetzt kommt der Philosoph und sagt zu dir, dies gilt zwar hinsichtlich des Vorhandenen, aber wie sollte er das Nichtvorhandene wollen? Das heißt, alles, was es gibt, gibt es aufgrund des Willens Allahs. Richtig? Das heißt, alles, was es gibt, unterliegt seinem Willen, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn er wirklich umfassend wäre, der Wille Allahs, dann würde auch das, was es nicht gibt, seinem Willen unterliegen. Und dem entgegen wir ganz einfach mit folgender Antwort, dass es so ist. Auch das Nicht-Existierende unterliegt dem Willen Allahs. Denn auch das Nichtsein ist eine Wirkung. Das, was für uns nicht existiert, existiert im Wissen Allahs. Alles, was er erschaffen hat, existierte schon in seinem Wissen, noch bevor es in der uns bekannten Art und Weise existierte, selbst wenn es seinen Geschöpfen verborgen war. Nochmal. Wenn Allah Azza wa Jal heute einen Menschen erschafft, subhanahu wa ta'ala, wusste er schon vorher, dass es diesen Menschen geben wird? Ja oder nein? Das heißt, er existierte schon in seinem Wissen. Richtig? Wunderbar. Genau das Gleiche sagst du über das Nicht-Existierende. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala heute einen bestimmten Menschen nicht erschaffen wird, sondern erst morgen oder gar nicht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen bestimmten Menschen heute nicht erschaffen wird, wusste er schon zuvor, dass er diesen Menschen nicht erschaffen wird? Ja. Das war auch schon in seinem Wissen vorhanden. Wie? Allahu a'lam. Also du warst, bevor du auf der Welt warst, im Wissen Allahs schon da, in einer anderen Form, Allah a'lam. Aber nicht in der Form, wie wir dich jetzt kennen. Und das, was du über die existenten Dinge sagst, sagst du auch über die nicht existenten Dinge. Und so hast du beides unter den Willen Allahs subhanahu wa ta'ala gepackt. Und also wenn einer von dir sagt, wie kann es sein, dass alles dem Willen Allah unterliegt? Wir sagen ganz einfach, welchen Willen meinst du denn? Wenn du jetzt redest vom Willen Allahs, dem universellen Willen Allahs, al-Irada, al-Kawniyya, alles unterliegt seinem Willen subhanahu wa ta'ala. Irada Shar'iyya ist Teil seiner Irada Kauniyya und diese Irada Shar'iyya muss nicht unbedingt umgesetzt werden. Der Beweis ist, es gibt genug Menschen, die den Islam nicht annehmen, obwohl Allah sie jetzt so aufgefordert hat. Und hier kannst du eine schöne Frage beantworten. Und zwar, wenn jemand dich fragt, wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas Schlechtes will? Wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala liebt? Wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala will, dass es etwas Schlechtes gibt, wie Krankheiten, Kriege und so weiter und so fort? Wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir vom gesetzlichen, wenn wir vom universellen Willen sprechen, so hat er nichts damit zu tun, ob Allah die Sache liebt oder nicht liebt. Sondern Allah bestimmt Dinge gemäß seiner Weisheit. Ob du sie verstehst oder nicht, ist ein anderes Thema. Allah hat bestimmt, dass der krank ist und der gesund ist und dieses Kind krank ist, obwohl es klein ist und dieser Erwachsene, obwohl er Verbrecher ist, gesund bleibt und lange lebt. Die Sache hat nichts damit zu tun, ob Allah damit zufrieden ist. Es kann sein, dass Allah nicht damit zufrieden ist und trotzdem will, dass es diese Sache gibt. Warum? Haben wir gesagt. Aufgrund einer Weisheit. Diese Weisheit, entweder du kennst sie oder du kennst sie nicht. Und deswegen, es gibt viele Gründe. Ja, zum Beispiel, weil du kannst auch anfangen zu fragen, warum hat Allah Iblis erschaffen? Was soll denn der Sinn darin sein? Da gibt es genug Sinn darin. Der deutliche Sinn ist, dass Allah die Gläubigen auf die Probe stellt.
Paradies geht nicht umsonst. Muss was dafür tun. Und so weiter und so fort. Das heißt, manche Menschen kennen die Weisheiten, manche kennen sie nicht. Das heißt, der universelle Wille Allahs unterliegt seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Aber der gesetzliche Wille Allahs unterliegt auch seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Aber das ist es, wovon deine Rechenschaft letztendlich abhängt. Also vom gesetzlichen Willen, nicht vom universellen Willen.